Nico, 2-4 Niederlage in Wuppertal. Würdest du zustimmen, dass ihr das Spiel schon in der ersten Halbzeit verloren habt? Ja, das weiß ich nicht. Klar, wir kriegen zwei zu einfache Tore, das ist klar. Aber ich glaube, dass wir mit der roten Karte, mit dem Anschlusstreffer das Spiel eigentlich offen gestalten können. Dann kriegen wir, glaube ich, viel zu schnell das 3-1. Dann musst du wieder zwei Tore hinterherlaufen. Dann gelingt uns nochmal ein Treffer, kriegen dann nochmal durch ein total unnötiges Gegentor eben das 4-2 und dann in der Viertelstunde dann nochmal 2 zu machen, ist natürlich nicht ganz so einfach. Vorteil stand dann tief, hat die Räume hingemacht und ja, im Endeffekt dann wahrscheinlich auch nicht ganz unverdient gewonnen. In der vergangenen Woche habt ihr es geschafft, gegen Münster dann auch hinten die Abwehr dicht zu halten für die Aufholjagd. Heute kam Wuppertal immer wieder durch. Was war der Unterschied, was hat heute besonders im Defensivverhalten gefehlt? Ja, ich glaube, dass wir einfach zu viele Fehler gemacht haben. Wir haben letzte Woche schon zu viele Fehler gemacht, haben da in der ersten Halbzeit die Quittung für gekriegt. Heute haben wir es leider auch in der zweiten Halbzeit eben gehabt, dass wir Fehler machen und Tore dafür kriegen. Ich glaube, wenn du gegen Wuppertal und Münster 6 Tore schießt, dann ist das keine so schlechte Ausbeute. Aber wenn du dann 0 Punkte hast, dann weißt du auch, warum du die hast. Und das liegt einfach daran, dass wir dann zu viele Fehler haben. Ihr habt in der Hinrunde 8 Gegentore gegen Wuppertal und Münster bekommen. Jetzt sind es 9 sogar. Seid ihr weiter oder sind es immer noch die gleichen Themen, mit denen ihr Probleme habt, dass ihr zu viele Fehler macht? Dass wir zu viele Fehler machen, klar, das haben wir gesehen in den beiden Spielen, dass wir weiter sind. Ich glaube, da gibt es keine Zweifel. Wenn man letzte Woche das Spiel gesehen hat, das Spiel war ein brutal enges Spiel. Ich meine, wir verlieren in der 96. Minute. Und ich glaube auch, dass wir heute weiter waren als gegen Wuppertal im Hinspiel. Zumindest was das Ganze angeht, was das gesamte Spiel angeht, was den Spielverlauf angeht. Aber trotzdem haben wir einfach dann zu viele Fehler gemacht. Und ja, 4 Gegentore, dann wird es schwer, jede Woche 4 zu schießen. Nächste Woche kommt Rot-Weiß Aalen. Was nehmt ihr euch für das Spiel vor? Wie schaut ihr da besonders angesichts der Tabellensituation drauf, aber auch mit dem Hinspielergebnis im Hinterkopf? Ja, gut, das Hinspiel ist für uns komplett irrelevant, wenn wir uns auf das Spiel vorbereiten. Wir haben jetzt noch ein Spiel zu Hause. Wir wollen auch mal alles rauskloppen, was wir irgendwie drin haben. Ich glaube, dass wir trotz der beiden Niederlagen aktuell in einer guten mannschaftlichen Verfassung sind. Wir sind eine brutale Einheit, wir haben eine brutale Moral und glauben zu 100% an uns, an unsere Stärke und gehen total positiv in das Spiel nächste Woche. Ganz klar, danke Nico. Im Anschluss an das Spiel des Wuppertaler SV gegen die SG Wattenscheid 09 am heutigen Spieltag in der Regionalliga, der Endstand vor 1606 Zuschauern 4-2. Ich begrüße meine Trainer, Christian Frischow auf Wattenscheider Seite, Josef Dogan auf WSV-Seite. Zunächst die Kommentare zum Spiel, da dürfen wie immer unsere Gäste beginnen. Christian, bitte. Ja, schönen guten Tag. Ich glaube, das Spiel kann man ziemlich einfach und klar zusammenfassen. Ein verdienter Sieg der cleveren Mannschaft. Wuppertal hat ganz klar seine Qualitäten ausgespielt. Wir haben bei den Gegentoren und bei zwei, drei anderen Situationen defensiv nicht gut ausgesehen. Harmonie aufgesteckt, ja, das ist etwas, was uns auszeichnet, aber was für mich gar nicht großartig erwähnenswert ist, weil ich finde, das ist Voraussetzung für alles, was wir hier machen. Das ist der Punkt, wofür man unsere Mannschaft loben kann. Ansonsten für die Art und Weise, wie wir Konterabsicherungen betrieben haben, für die Art und Weise, wie wir die Zweikämpfe teilweise geführt haben, können wir uns heute nicht loben. Und von daher geht der Sieg völlig verdient und gerechtfertigt an Wuppertal. Ich glaube, da braucht man nicht drüber zu diskutieren. Glückwunsch und an Sie alle schöne Weihnachtszeit, weil in diesem Jahr werden wir nicht mehr hinkommen. Dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Jahr wieder. Christian Frischow, vielen Dank. Sehr für deinen Kommentar. Ja, vielen Dank. Schönen guten Abend in die Runde. Ja, ich denke auch, es war ein absolut verdienter Sieg. Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit unter Kontrolle gehabt, haben sehr gute Tore ausgespielt und hätten dann noch den Pfostenschuss von Siemann noch erhöhen können. Ich habe in der zweiten Halbzeit mit der roten Karte. Gibt es ein Gegentor und da denkst du, das kann auch was passieren, aber wie die Mannschaft das dann weggesteckt hat bzw. ausgespielt hat, das war schon sehr, sehr, sehr erfahren, sehr reif, sehr abgezockt und das hat uns dann in der Situation auch sehr, sehr geholfen. Also ich hatte von außen nicht das Gefühl gehabt, dass wir einen Mann in Unterzahl gespielt haben. Das hat uns zum Teil spielerisch auch in manchen Situationen besser gespielt.
gespielt und hatten sehr gute Kontermöglichkeiten. Alles in allem bin ich sehr zufrieden mit der Leistung der Mannschaft. Die hat es halt wirklich sehr, sehr, sehr gut gemacht. Und ich bin einfach stolz darauf, wie es im Moment läuft. Und kann so weitergehen. Euch allen wünsche ich natürlich auch eine frohe Weihnachtszeit. Und der Zielwartechef wird natürlich auch sehr erfolgreich. Vielen Dank. Gibt es? Ja, ich brauche. Entschuldigung, dass ich nochmal reingrätschen muss, aber das habe ich während des Spiels schon gesagt. Man könnte sich vielleicht einfach mal darüber Gedanken machen, ob diese metallenen Werbebanden so nah am Spielfeld stehen müssen. Also zweimal sind welche vom Wuppertal von Wattenscheid reingerutscht, reingeknallt. Team Esser mussten wir nachher auswechseln, weil der im Zweikampf dann nachher mit dem Nackenbereich da reingeknallt ist. Einfach nur mal eine Frage, ob man das vielleicht anders lösen kann, ob man die Werbebanden vielleicht direkt an die Mauern nageln kann. Also einfach für die Jungs, nicht für die Jungs von Wattenscheid 09, sondern die sind teilweise, kommen die mit einem riesen Pace daher, egal ob Gäste oder Heimspieler, könnte man sich auch mal Gedanken drüber machen, ob man das anders lösen kann. Danke. Für die Ergänzung, gibt es Fragen an die beiden Trainer? Günter Hegel, bitte. Genau, kurz auf das Funkmikro warten. Ich hätte eine Frage an Ulrike Doan. Was wäre der DSV im Augenblick ohne Semi Güler? Ja, Semi macht das im Moment sehr gut. Er profitiert auch von den Festen der Mitspieler. Er ist vorne mit seiner Geschwindigkeit und seiner Abschlussstärke aktuell sehr, sehr wichtig. Und wir sind froh, dass wir ihn haben. Genauso wie die anderen Spieler auch und sehr unterstützt die Spieler, verwendet die Bälle, die er bekommt, legt auch vor. Ja, kann er so wirklich weitermachen. Gibt es weitere Fragen? Bitte schön. Hallo, guten Tag zusammen, ich bin Spieler von der Matz. Eine Frage für dich, Christian. Ihr habt jetzt die ersten beiden Rückrundenspiele hinter euch. Kannst du mal die Bereiche nennen, wo du das Gefühl hast, da seid ihr deutlich weiter als in der Hinrunde zu diesem Zeitpunkt, wenn du Hin- und Rückspiele vergleichst und die Bereiche, wo du sagst, da spielen wir immer noch Probleme mit uns herum und wirf doch gern auch mal einen Blick auf das Spiel in der kommenden Woche gegen Wunders ein, sowohl mit auf die Bedeutung im Blick auf die Tabellensituation als auch aufs Hinspielergebnis. Okay, fange ich mit allen an. Das, was eine wahnsinnig große Bedeutung hat, zeigt die Tabellensituation, da brauchen wir gar nicht drum herum zu reden. Wir hätten gerne letzte Woche oder heute was mitgenommen. Letzte Woche wäre es im Bereich des Möglichen gewesen. Heute waren wir wirklich unerreichbar weit davon entfernt, hier was mitzunehmen. Und wenn man dann Hinrundenstart mit jetzt vergleicht, die ersten beiden Spiele zur Hinrunde hatten wir 0 Punkte, 2 zu 8 Tore. Jetzt haben wir 0 Punkte, 6 zu 9 Tore. Ich finde, das sagt alles aus. Wir sind defensiv in diesen beiden Spielen nicht stabil genug gewesen. Wir waren viel, viel zu fehlerbehaftet. Das Ding ist, dass du nicht sagen kannst, das liegt jetzt an A, B oder C, sondern das sind dann teilweise, wenn man sich die Tore anguckt, individuelle Dinge. Und da war es nicht der eine, der jetzt 6 oder 7 Fehler gemacht hat, sondern mal macht's A, mal macht's B, mal macht's C. Das heißt dann einfach, wir müssen weiter daran arbeiten, da wirklich die letzte Konsequenz in diesen Bereich zu bringen, da dann wirklich die letzte Wachsamkeit, die letzte Galligkeit zu haben. Nach vorne hin, glaube ich, kann sich das sehen lassen, wenn du gegen Wuppertal und Münster in 2 Spielen 6 Tore machst, ist das gut. Wenn du trotzdem nichts mitnimmst, dann kannst du dir ausrechnen, dass du dich hinten wirklich sehr, sehr stark verbessern musst. Das gilt aber dann nicht für die Defensivreihe, sondern das gilt wirklich für uns als Mannschaft insgesamt, als Verbund insgesamt. Das fängt damit an, wie wir teilweise in welchen Bereichen Bälle verlieren, wie wir dahinter die Konterabsicherung haben. Das liegt dann nicht an der Viererkette, das liegt dann nicht am Mittelfeldzentrum, sondern das liegt daran, dass wir wirklich in bestimmten Bereichen insgesamt besser werden müssen. Gibt es weitere Fragen? Die sehe ich jetzt nicht mehr, deswegen den Gästen eine gute Heimfahrt. Alles Gute, wenn wir uns nicht mehr sehen. Frohes Fest und einen guten Rutsch. Aber nächste Woche geht's.